Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Simon the Sorcerer 2. Und der Hoffnung, dass wir dieses Kind glücklich machen können, indem wir ihm jetzt eine Flasche Milch geben. Bitte, 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 sein liebes Kindchen, bitte. Bitte, bitte. Gucci-Gu. Bitte. Ja? Ja? Mahlzeit? Jetzt, psst, ja. Oh, es schläft, es schläft. Raus hier. Leise sein. Kein Mucks. Wenn jemand macht, das Lautes. Puh. Wir gehen zum König. Auftrag ausgeführt. Und bitte bleibt unser Kopf dran. Bitte, 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 bitte. Papa und Sohn haben dieselbe Neigung dazu, irgendwelche Köpfe abzumontieren. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Hi. Ich glaube, ich habe ihn heute genug gelangweilt. Ja, wollen wir ihm nicht sagen, dass wir das irgendwie erledigt haben? Können wir dann jetzt da so weiter so? Okay. Alles klar. Wo sind wir jetzt gelandet? Ein Pentagramm. Sieht wie ein magisches Pentagramm aus. Wir haben keine Kerzen oder so zum Aufstellen. Wir haben die Milchflasche noch. Warum auch immer. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Du kannst hier nicht durch, Mann. Das ist Sperrgebiet hier. Hey, warte mal, du bist das? Müsste ich euch von irgendwoher kennen? Spiel nicht den Ahnungslosen, Kleiner. Du trägst die Schuld an den letzten 3 Jahren unseres Lebens. Wartet mal gerade. Nicht jeder hat das letzte Spiel gekauft, wisst ihr? Falls du es noch nicht weißt, dies sind die beiden Dämonen aus dem letzten Spiel. Ich habe ihnen damals einen Gefallen getan, indem ich sie zurück in die Hölle geschickt habe. Nun, nach ihrer unfreundlichen Begrüßung zu urteilen, ist dabei wohl irgendetwas nicht ganz planmäßig verlaufen. Ihr könnt fortfahren. Nicht ganz planmäßig ist eigentlich eine glatte Untertreibung. Untertreibung, ja. Ja, ich erinnere mich an euch. Wird das wieder so eine Endlosdiskussion? Ich würde ja gerne auf ein Schwätzchen bleiben. Entschuldigt mich, aber ich muss in die Schatzkammer. Schatzkammer? Da möchte ich rein. Wird das wieder so eine Endlosdiskussion? Glaub ja nicht, dass du so einfach davon kommst. Wir Dämonen glauben nämlich eigentlich an Rache. Rache, ja. Können wir das irgendwie klären? Wie wär's mit Vergeben und Vergessen? Du musst das von nun unserem Standpunkt aus sehen. Wir haben 3 Jahre lang in dieser viertklassigen Stadt verbracht. Wir mussten eigentlich jede Arbeit annehmen, die wir angeboten bekamen. Welche viertklassige Stadt? Spart mir Details, ich stelle 2 Verlierer wie euch ein. Wow. Wir brauchen Dämonengeld. Jetzt dürfen wir mal fies sein, es sind Dämonen. Wer stellt 2 Verlierer wie euch ein? Der König zum Beispiel. Wir sind die königlichen Rausschmeißer. Rausschmeißer? Boah, ey. Eigentlich wird es jetzt auch Zeit, dich, du weißt schon, rauszuschmeißen. Rausschmeißen? Ja, ey. Hier geht's gerade ziemlich runter. Ja. Oh. Ups. Immer hier nicht zum Fenster raus. Hi. Alles gut. Oh, mache hier nicht so einen Lärm. Sorry. Wir gehen nochmal hoch. Wir kommen da irgendwie vorbei. Simon, hoch mit dem Hintern. Hoch die Treppe. Zack, zack. Die sind wieder weg. Also sollen wir irgendwas mit dem Pentagramm machen? Aber was?
Wir fangen mal von vorne an, Dinge zu benutzen. Ich habe nämlich gar keine Idee. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Oder vielleicht eine Erbse, damit sie drauf ausrutscht? Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Die Robbe vielleicht? Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Wir haben diverse Dinge, um Lärm zu machen. Ah, Moment mal, die standen auf dem Pentagramm. Das wird hart in der Luft. Können wir die damit irgendwie festbacken oder so? Ja. Okay. Ob das reicht? Bist du so eine Art Masochist, Kleiner? Es hat aber nur einen getroffen. Shit. Ah nee, okay, danke. Danke für die Hilfe. Okay, da ihr nicht die Schlausten seid, lassen wir euch einfach mal machen. Süß. Ich komme immer noch nicht an ihnen vorbei. Trotzdem war es sehr befriedigend. Warte nur bis zum nächsten Spiel. Haben wir nächstes irgendwas? Spiel. Ja. Dann verwandle ich dich in eine Handtasche. Handtasche? Eigentlich müssen wir die doch nur noch irgendwo runter. Alles zu wiederholen, was ich sage. Runterschieben, stoßen. Ich glaube nicht, dass es mich weiterbringt, Leute durch die Gegend zu schieben. Ja, doch, wenn du die da runterschiebst. Ich hätte mächtige Dämonen mit einfachem Milchshake gefangen. Ja, mächtige Dämonen Milchshake gefangen. Macht euch mal Gedanken über eure Intelligenz. Sie kleben durch das Sumpfshake zusammen. Ja. Ich komme immer noch nicht an ihnen vorbei. Was können wir jetzt machen? Ich würde die halt gerne irgendwo runterschieben oder so irgendwas. Pressluft. Taucheranzug. Wenn wir die erschrecken mit irgendwas. Meine Ohren sind momentan etwas sensibel. Ja, verstehe ich. Okay, wir machen Verzweifeltes, alles mit denen benutzen. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ich will das Spiel irgendwie lösen. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Du wiederholst dich. Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Wenigstens sagt er mal was anderes. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Will der Seehund vielleicht irgendwie... Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Die Rassel. Meine Ohren sind momentan etwas sensibel. Symbol? Meine Ohren sind momentan etwas sensibel. Mit unserem Ausweis angeben, dass wir genauso ein Depp sind, den der König angestellt hat. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Dann vergesst es. Ah, wir haben noch mehr von dem Shake. Zuerst mal so mal. So verzweifelt bin ich nun auch noch nicht. Ich schon. Ja, mit dem Pentagramm, das ist als Anker weg. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Der Kaugummi hatte noch keine Bewandtnis. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Der Luftballon. Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Angeln? Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Bestechungsgeld? Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Oder einfach mit dem Brecheisen die losmachen? Sehr verlockend und sehr illegal. Das sagst du immer. Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Gehen so langsam die Optionen aus. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Ja, und so könnte man halt speichern, aber das... Was fehlt uns noch?
Ich komme immer noch nicht an Ihnen vorbei. So, wir haben jetzt wirklich alles benutzt. Nochmal F10 drücken. Ach, es gibt da noch das Fenster als Ankerpunkt. Ich kann die ganze Stadt von hier überblicken. Das ist schön für dich. Aber was bringt uns das? Ich würde die halt gerne irgendwo hier runterwerfen. Einfach einen Schubs geben, aber das hatten wir versucht. Ich glaube nicht, dass es mich weiterbringt, Leute durch die Gegend zu schieben. Also fehlt uns noch irgendwas? Na gut, dann lass uns mal wieder nach unten laufen. Wenn mal, können wir mit ihm jetzt noch reden wegen seines Personals? Ich glaube, ich habe ihn heute genug gelangweilt. Ja, da könnte was dran sein. Können wir Prinzessin nochmal ärgern? Oder nicht? Ja? Ich glaube, ich habe sie genug gelangweilt. Ja, sonst bist du doch nicht so. Mal leise gucken, ob Baby noch schläft. Ja. Nimm dies, du Wurm! Hast du noch irgendwas zu sagen? Es war ein weiser Mann, der einst sagte, halte mindestens 3 Meter Abstand zu einem Kind mit einem 2 Meter Schwert. Hua! Du wiederholst dich irgendwie. Dann wieder auf die Karte, um Brainstorming zu machen. Ich weiß halt nicht, wenn wir die nicht runterwerfen können oder so, was wir überhaupt halt brauchen. Vielleicht halt irgendwie eine Schere oder sowas, um sie von der Wand loszumachen. Das könnte halt eine Option sein. Mal großflächig schauen, also Rathausplatz. Da waren wir schon lange nicht mehr. Hallo, Spiel, Rathausplatz, danke. Hier ist noch große Party. Ich glaube, ich lasse sie besser in Ruhe. Okay. Magierwettbewerb, ist da noch irgendwas? Der Typ ist weg, können wir noch ins Zelt? Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber dieses Zelt scheint abgeschlossen zu sein. Okay, dann machen wir hier auch nichts mehr. Magierwettbewerb haben wir gerade geguckt, Kreditbüro. Wir haben halt nie wirklich einen Kredit aufgenommen, aber ich glaube, das war nur, dass wir das die Bärenhütte zerstören können. Und die hatten uns beim letzten Mal auch direkt rausgeworfen. Dann zum Marktplatz. Da haben wir halt immer noch dieses Geländer, was nix getan hat bisher. Was sagt er zum Geländer? Ganz normale eiserne Geländer. Ganz normal, kein Adjektiv, irgendwas, aber halt ganz normal. Was willst du mir damit sagen? Moment mal, können wir da den Luftballon festmachen, weil wir können einen neuen Luftballon nehmen,
wenn wir keinen mehr haben. Okay, wow, okay, das geht. Frag mich nicht, was uns das bringt, aber wir gehen uns noch einen Luftballon holen. Es geht einfach. Wir tun es, weil es geht. Können wir bitte noch einen Luftballon haben? Bitte, 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 kommen bitte, Sie bitte. Zu meinem Lumpling, denn hier ist es einfach gut. Entschuldige bitte? Ja. Könnte ich hier noch einen Ballon haben? Noch einen. Komm schon, sei ein Freund. Na gut, aber sei dieses Mal vorsichtiger damit. Wir schwören. Dann machen wir dasselbe einfach wieder und hoffen, dass irgendwann irgendwas passiert. Ich klammere mich daran. Ich klammere mich daran. Nicht nehmen, benutzen. Können wir das nochmal machen? Wie viele Luftballons dürfen wir haben? Hi. Entschuldige bitte. Ja. Könnte ich hier noch einen Ballon haben? Noch einen. Komm schon, sei ein Freund. Na gut, aber sei dieses Mal vorsichtiger damit. Ich schwöre. Nur für kurze Zeit, hier bei McSumpfling erhältlich. Ein Sumpf. Manchmal muss man Dinge einfach tun, weil es geht. Um sich von den Konsequenzen überraschen lassen. Ah, okay, ist was passiert? Ja, nee, ja. Hä? Ach so. Ich denke, wir mussten die vor der Tür festpappen, damit sie uns hier dann nicht wieder direkt rauswerfen oder so. Okay, alles klar, habe ich verstanden. Ja, ich nehme es hin. Ich nehme es einfach hin. So, wir haben einen Teppich, wir haben eine Kiste. Wir haben einen Sarkophag, was gar nicht spooky ist. Was suchen wir hier überhaupt? Was ist jetzt eigentlich unser Auftrag? Achso, wir brauchen das nicht Red Bull, sondern Bad Full. Ah, das kann natürlich in der Schatzkammer sein. Ich habe mich daran erinnert. Simon, lass das mal mit der Meditation. Was hat's mit dem Teppich auf sich? Nicht gleich... Das nenne ich mal einen Haufen Geld. Ja, ich wollte den Teppich angucken, nicht drauflaufen. Aber wir haben noch mehr Schätze gefunden. Eine Tür. Da, Bad Full. Wieso hat das ein radioaktives Zeichen? Egal, das war ein Zeichen. Wir haben unser Bad Full. Das muss das Zeug sein. Wow, okay. Können wir jetzt nach Hause, bitte? Bitte, bitte, bitte. So, ansonsten haben wir eine Röhre. Da kamen wir jetzt wahrscheinlich her. Sie, ne? Führt zurück nach oben. Ja. Können wir irgendwie durch die Tür? Bitte, bitte? Nur eine weitere langweilige Tür. Können wir die öffnen? Warte nur bis zum nächsten Spiel, Junge. Wir kommen wieder. Wieder, ja. Versuch das nächste Mal unverklebt zu kommen. Ja. Wie kommen wir jetzt hier weg? Haben wir unsere Balance noch, um nach oben zu kommen? Können wir da einfach wieder hochklettern? Ah, okay, alles klar. Verrückt. Ja. Können wir trotzdem noch die Kiste gucken? Bitte, bitte? Kennst du eine, kennst du alle. Können wir die Kiste öffnen? Es gibt keinen Grund, das auszuprobieren. Ich würde aber gerne. Nicht.
Simon, du Depp. Man kann auch drum rumgehen. Verrückt. Dann lass uns gehen. Bevor hier noch verrücktere Dinge passieren. Lass uns einfach nach Hause gehen. Nein, hey. Nicht... Nein, Vogel. Nein, denk... denk hey, mal. Lass das! Ja. Warum muss sowas immer mir passieren? Weil du bist. Böser Vogel. Hi. Ist alles gut, macht euch keinen Kopf. Ja, wenigstens habe ich das Bett voll. Ja. Okay, Calypso da. Wir kommen, wir möchten nach Hause, bitte. Wo zum Geier bin ich hier? Ich glaube, ich hätte vorhin links abbiegen müssen. Hä? Ich sollte besser nach dem Weg fragen. Entschuldigung, wissen Sie, wo Calypsos Zauberladen ist? Ja! Ein einfaches Nein hätte gereicht. Kann man im Spiel sterben? Alles klar, Captain. Hast du ihn gut verschnürt? Ich habe eine Eisenkette verwendet, Captain. Gut, gut. Dann geh nun und lass die Segel setzen. Sie sind bereits gesetzt, Captain. Sonst würden wir uns nicht bewegen, Captain. Bereits gesetzt, sagst du? Jo, Captain. Sicher? Jo, Captain. Was ist mit dem Anker? Was soll mit ihm sein, Captain? Ist er gelichtet? Jo, Captain. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, Captain. Nun, dann geh einfach und mach irgendwas. Danke, Captain. Gut, ihr Landratten. Ich möchte, dass ihr wisst, wer hier das Kommando hat. Ich, verstanden? Kapitän Long John Silver. Und wagt ja nicht den Versuch, mich zu hintergehen. Wenn ihr irgendwelche Tricks versucht, ihr wisst schon... fliehen oder so etwas, dann müsst ihr euch vor mir verantworten. Ich möchte außerdem, dass ihr wisst, dass ihr als Sklaven verkauft werdet, sobald wir in Kalimari anlegen. Also macht das Beste draus. Entschuldigung? Ja? Sei einfach ruhig, Simon. Bitte. Aber Long John Silver war doch auch der Kapitän an die Schatzinsel, oder? Das habe ich das Buch geliebt. Wer ist bescheuert und trägt einen großen schwarzen Hut? Na, bist du wirklich Long John Silver? Hey Mann, wo hängt's denn? Wann gibt's hier was zu essen? Ich habe Hunger. Ich habe wirklich Hunger. Wann gibt's hier was zu essen? Ich habe Hunger. Du brauchst kein Essen da, wo wir hingehen. Ich gehe nirgendwo hin. Da liegt eine Verwechslung vor. Halt's Maul. Noch ein Wort und Was und? Geh mir nicht auf den Wecker, klar? Ja, Simon, sei jetzt bitte einfach ruhig. Bitte. Einfach Maul halten. Nichts schlimmer machen. Dieser Typ hat echt miese Manieren. Du auch. Du auch. Aber, also... ich habe jetzt gedacht, wir haben jetzt das Bett voll. Und wir gehen jetzt einfach zu Calypso. Und gehen nach Hause und dann ist das Spiel vorbei. Aber das ist irgendwie nicht so aufgegangen. Simon, wieso kannst du dich verlaufen? Wir waren schon zweimal, vor allen Dingen vor kurzem, waren wir nochmal bei Calypso gewesen. Und du... Wir gehen jetzt in die Pause, sonst muss ich mich jetzt vergessen. Bis gleich.